Willkommen zum Morning Smarty der TTS. Thomas Jenik ist mein Name. Ich bin im Learning-Bereich und habe in diesen bewegten Zeiten mit Homeoffice, mit wenig Büropräsenz täglich ganz, ganz viel mit Web-Sessions zu tun, mit Videokonferenzen und ein paar Kleinigkeiten, ganz kleine Dinge, die sich verändern lassen, sorgen in meinen Augen dafür, dass das Erlebnis Videoconferencing für alle angenehmer wird. Die möchte ich gerne mit Ihnen teilen. Einmal fängt es ganz banal beim Start an. 5 Minuten vor der Zeit, die Konferenz als Organisator zu starten und dafür zu sorgen, dass ein bewegtes Bild und ein Ton da sind, damit alle Teilnehmer wissen, ah, sie sind richtig und auch testen können, dass sie was hören. So viele Konferenzen, die die ersten 10 Minuten damit verbringen, zu checken, funktioniert eigentlich mein Mikro, ist eigentlich das Bild von meiner Kamera okay, ließe sich damit sparen. Auf den Hintergrund achten ein bisschen. Bei mir ist das jetzt hier relativ langweilig weiß und aufgeräumt, aber dass vielleicht nicht die Küche zu sehen ist und auch mit der Familie zu organisieren, die daheim ist, dass man gerade im Webinar ist mit einem Kunden, das ist sicherlich eine hilfreiche Idee. Es muss uns allen bewusst sein, dass die Kommunikation eher eingeschränkt ist, vielleicht unidirektional läuft und deswegen vereinbaren auch mit Kollegen, wie man sich gegenseitig darauf aufmerksam macht, dass vielleicht die Verbindung unterbrochen ist, einen alternativen Kanal übers Handy aufhalten, wo man sieht bei wichtigen Präsentationen, oh, ich habe gerade kein Netz mehr, keine Leitung und auch immer beobachten und überlegen. Ganz, ganz wichtig, ich versuche gerade auch selber mich dann zu halten, langsam und deutlich sprechen. Vielleicht auch gerade noch in fremden Sprachen, in Englisch, die einem nicht so nahe liegen, langsam artikulieren, dass auch mal ein kurzer Netzaussetzer überbrückt werden kann und dass die Teilnehmer eine Chance haben, einen gut zu verstehen. Das sind so einfach mal 5 Punkte gewesen aus dem täglichen Leben, die ich versuche zu beherzigen und in den Alltag reinzubringen, in diesen Zeiten mit Teams und Webex und wie nicht die Tools alle heißen, die man verwenden kann. Ich wünsche Ihnen allen eine gesunde und gute Zeit und dass wir virtuell und online gut zusammenarbeiten. Einen guten Tag, tschüss.